Kollegin Nadine Schön von der CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Weltweit sind über 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche. Viele fliehen gemeinsam mit ihren Eltern, aber auch immer mehr Kinder und Jugendliche machen sich alleine auf die gefährliche Reise. Und allein in Deutschland sind von 2010 bis 2016 laut dem Statistischen Bundesamt insgesamt über 116.000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Obhut genommen worden. Für sie gilt das Jugendhilferecht. Maßnahmen, dass sie Traumata überwinden, schnell unsere Sprache lernen, in die Schule gehen und sich in unsere Gesellschaft integrieren können, sind intensiver als bei Erwachsenen. Und das ist richtig und nicht zuletzt eine Verpflichtung, die wir haben aus der UN-Flüchtlingskonvention und der UN-Kinderrechtskonvention. Fakt ist aber auch, die besondere Behandlung ist auch besonders aufwendig und natürlich auch besonders kostenintensiv. Und deshalb ist es aus Sicht meiner Fraktion, der Unionsfraktion, wichtig, dass wir hier keine Sozialromantik betreiben, sondern nur den Menschen hier helfen, die wirklich Hilfe brauchen. Und das heißt, dass nur diejenigen, die besondere Behandlung von minderjährigen Schutzbedürftigen bekommen können, die tatsächlich minderjährig und schutzbedürftig sind. Und jetzt könnte man ja meinen, die AfD und wir hätten hier ein gemeinsames Anliegen. Aber liest man den Gesetzentwurf und den Antrag der AfD und hört man die Reden im Bundestag, und zwar nicht nur heute, sondern auch in den letzten Tagen dazu, dann wird einem schnell klar, dass auch dieses Mal nur ein Aufhänger gesucht wurde, um pauschal über Flüchtlinge zu hetzen und sie zu diffamieren. Ja, ich empfehle wirklich jedem, einmal den Gesetzentwurf und den Antrag der AfD zu lesen. Hier ist nur die Rede von Kostenverursachern, da ist nur die Rede von Lügnern, von Schwerverbrechern, von Kriminellen. Dass es dabei auch um Menschen geht, um Kinder und Jugendliche, die mehr Schlimmes erlebt haben, als jeder von Ihnen und jeder von uns sich vorstellen kann, die gesehen haben, wie ihre Häuser und Familien zerbombt worden sind, wie ihre Mütter vergewaltigt worden sind, ihre Schwestern verschleppt worden sind und die vielleicht selbst körperliches und seelisches Leid erfahren haben. Davon ist in Ihren Texten und in Ihren Reden kein einziges Wort zu hören. Kein einziges. Das Wort Hilfe. Der Gesetzentwurf, den Sie Mitte der Woche verschickt haben, kommt völlig ohne das Wort Hilfe aus. Er ist ein Konglomerat von polemischen Aussagen und wirklich fremdenfeindlicher Prosa. Und dann schaffen Sie es nicht einmal, diesen inhaltlich schlechten Gesetzentwurf formell richtig einzubringen. Und deshalb müssen wir heute einen Antrag beraten und nicht Ihren Gesetzentwurf. Und ich würde sagen, das ist doch ziemlich peinlich. Und Frau Kollegin Schön, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Frau von Storch? Ja, gerne. Bitte sehr. Nur eine ganz kurze Frage. Sind Sie der Ansicht, dass bei Minderjährigen, bei denen wir Zweifel haben, dass sie minderjährig sind, diese Minderjährigkeit überprüft wird oder nicht? Ja. Ja. Bitte bleiben Sie stehen, weil ich Ihre Frage gerne beantworten werde. Ja. Meine Fraktion und ich sind der Meinung, dass bei Minderjährigen überprüft werden muss, ob sie minderjährig sind oder nicht. Und dafür brauchen wir keine Nachhilfe der AfD-Fraktion. Wir haben bereits 2015 ein Gesetz eingebracht, was alle Möglichkeiten der Altersfeststellung möglich macht, auch die medizinische. Und wenn wir jetzt heute sehen, dass das von den Jugendämtern nicht genutzt wird, dann haben wir bereits im November, schon lange vor Ihren Gesetzentwürfen, schon lange vor der öffentlichen Diskussion, vorgeschlagen, das können Sie gerne in meiner eigenen Pressemeldung von November 2017 nachlesen, dass wir dafür sind, bundesweit einheitliche Verfahren und Standards zu machen. Und damit kann ich Ihre Frage ganz klar beantworten. Wir sind dafür, dass wir eine Altersfeststellung machen und dass wir die Hilfe, die Jugendhilfe, nur denjenigen zugestehen können, die tatsächlich minderjährig sind. Sie haben eine Nachfrage, wenn ich die auch noch beantworten darf, mache ich das gerne.
Nein, wir stimmen Ihrem Antrag nicht zu, weil Ihr Antrag nämlich nur eine Seite der Medaille beleuchtet. Ihr Antrag ist von der Wortwahl und auch von Inhalt so polemisch, das Wort Hilfe kommt überhaupt nicht vor und ist weit weg davon, auch nur in die Nähe einer ausgewogenen Lösung zu kommen. Wir sind für klare Altersfeststellung, für klare Trennung zwischen Minderjährigen und Nicht-Minderjährigen. Wir sind aber im Gegensatz zu Ihnen auch dafür, dass denjenigen geholfen wird, die Schutz und Hilfe benötigen. Und davon ist in Ihrem Antrag überhaupt nicht die Rede. So, und natürlich fragen sich viele Menschen in Deutschland, wieso es denn so ist, dass nach Zahlen, die jetzt bekannt geworden sind, etwa ein Drittel derjenigen, die von der Jugendhilfe betreut werden derzeit, gar keine Minderjährigen sind. Und das liegt halt daran, eben nicht daran, dass die Gesetzeslage zu schwach ist. Ich habe das eben in der Antwort auf die Kollegen schon gesagt. 2015 haben wir bereits auf Bundesebene ein Gesetz geschaffen, was alle Möglichkeiten der Altersfeststellung, auch die medizinische, ermöglicht. Aber es wird eben vor Ort in den Kommunen von den Jugendämtern sehr unterschiedlich gehandhabt. Und wenn Sie ein Jugendamt sind, was sowieso schon sehr belastet ist, wo Sie eine Altersfeststellung gar nicht jeden Tag machen, geprägt sind auch noch von der öffentlich kontroversen Debatte über diese medizinischen Verfahren, dann winken Sie auch gerne mal jemand durch, von dem Sie eigentlich eine medizinische Altersfeststellung machen müssten. Und wir sind der Meinung, das darf nicht sein. Und deshalb sollten wir mal den Blick werfen auf Regionen, auf Ländern, wo das gut funktioniert. Und da nehme ich als Beispiel mein eigenes Land, das Saarland. Im Saarland werden alle unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in eine Vorklärungsstelle gebracht und dort wird fürs ganze Land zentral das Alter festgestellt. Wenn das nicht direkt erkennbar ist, auch anhand der Ausweispapiere, dann muss eben auch eine medizinische Altersfeststellung gemacht werden und im Zweifel wird sogar ein Gerichtsmediziner herangezogen. Und das führt dazu, dass wir im Saarland etwa ein Drittel derjenigen haben, die als unbegleitet sich erklären, die als minderjährig erklären, die tatsächlich nicht minderjährig sind. Und die fallen natürlich aus der Jugendhilfe raus. Und dieses einheitliche Verfahren weg von den einzelnen Jugendämtern, das ist auch der Weg, den wir gemeinsam mit der SPD vereinbart haben für die nächsten 4 Jahre. Wenn es denn zu einer Koalition kommt, werden wir überall in Deutschland diese Ankerstellen errichten, also gemeinsame Stellen, wo die Identität der Flüchtlinge und auch das Alter der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge unter Ausschöpfung aller medizinischen Möglichkeiten geklärt werden kann. Damit schaffen wir neue Kapazitäten, Freiräume in den Jugendämtern, lassen die Hilfe denjenigen zugutekommen, die sie wirklich brauchen und schaffen es so, dass wir nicht diejenigen, dass wir die teuren, zugegebenermaßen sehr teuren Jugendhilfeverfahren nicht für Menschen verwenden, die diese brauchen. Und das ist eine ausgewogene und eine richtige Vorgehensweise. Dafür brauchen wir keine polemischen Anträge und auch keine tendenziösen Gesetzentwürfe der AfD. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir gehen das Thema sachlich an und ohne Polemik. Und daher bitte ich auch um Ihre Zustimmung für unseren Ansatz. Jetzt hat das Wort die Kollegin Julie Stein-Jürgens.